Rückblick auf das Vergangene und Ausblick auf das kommende Jahr sowie Wahlen standen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des BDS Nord in den Nordport Towers im Vordergrund. Einstimmig wählten die Mitglieder Birgit Wieczorek erneut zur ersten Vorsitzenden des BDS Nord. Ilka Rehr wurde als dritte Vorsitzende ebenso wiedergewählt wie die Beisitzer Wolfgang Soest, Philipp Leuchtenberger, Sven Beusen und Bernd Maas. Der BDS ist ein Netzwerk von mittelständischen Unternehmen und die Hauptaufgabe sehen wir wirklich darin, die Unternehmer zu vernetzen, das heißt bekannt zu machen auf Veranstaltungen oder auch Messen, damit dort Geschäfte gemacht werden können, wo man sich kennt. Ja, als erste Vorsitzende bin ich für die Repräsentation des Vereines verantwortlich. Das heißt, ich repräsentiere ihn in der Außenwirkung, auf Messen, auf Veranstaltungen oder auch dann in ganz kleinen einzelnen Gesprächen mit Unternehmern. Ja, wir haben unser ganz alteingesessenes Business-Frühstück, das morgens stattfindet. Dann haben wir Afterwork-Veranstaltungen. Und was die Highlights sind, sind natürlich der Neujahrsempfang, der im Januar stattfindet, und die Messen. Dazu zählt die B2B-Messe und die Norderstedter Herbstmesse. BDS, das ist der Treffpunkt für den Mittelstand. Und wer ein cleverer Mittelständler ist, der ist dabei. Denn hier trifft man andere, hier lernt man Leute kennen, man kriegt ein echtes Gefühl dafür, ob man mit jemandem ein Geschäft machen möchte oder ob man sich einfach nur privat trifft. Das Angebot des BDS ist vielfältig, dafür ist es ausgesprochen günstig. Und auch gerade wer neu in der Stadt ist, ist im BDS genau richtig, um die Norderstedter Wirtschaft, den starken Mittelstand kennenzulernen. Ja, BDS ist unheimlich wichtig. Also bringen wir es auf den Punkt, wenn es ihn nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Das Spannende an der Geschichte ist, der BDS ist wirklich die wirtschaftliche Vereinigung in Norderstedt. Und als ich in den BDS eingetreten bin, war ich zwar schon anwesend in Norderstedt, geschäftsansässig, aber habe noch privat gewohnt in Rothenburg, wohne heute in Bad Bramstedt und muss trotzdem sagen, ich kenne hier sehr, sehr, sehr viele Unternehmer und ich stelle immer wieder fest, dass man sagt, wir kennen uns aus dem BDS und das ist genau der erste Weg, den wir brauchen. Die persönliche Ansprache, einfach mal das Kennenlernen und zu schauen, welche Chemie ist auf beiden Seiten, möchte man miteinander. Und wenn das stimmt, ist die erste Basis für ein Geschäft da. Das heißt, BDS für mich bei allen Projekten, die sind wunderbar und finde ich toll, aber Netzwerken, 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 gemeinsam mal feststellen, ob man auf einer Wellenlänge ist. Also sicherlich stark mit dem BDS in Verbindung zu bringen, ist natürlich die Norderstedter Herbstmesse. Ein wunderbarer Termin, um als Norderstedter Unternehmer mit Bürgern in Kontakt zu kommen und denen einfach mal außerhalb des eigenen Ladens zu erklären, was habe ich, wo bin ich besonders, wo mache ich auch Sachen, die man sonst nicht im Discounter bekommt, weil das ist ja das Sinnvolle, einfach besondere Dinge anzubieten. Und natürlich auch die Vernetzung der Mitglieder in der Region, zum Beispiel auf der B2B Nord, wo rund 3000 Unternehmer zusammenkommen. Und man dort sagen kann, hallo, ich heb mal die Hand, bei dem und dem Thema bin ich sehr stark, komm doch nach Norderstedt. Das sind Veranstaltungen, wo man den BDS sofort wahrnimmt. Dann haben Sie anderthalb Jahresbeiträge raus. Aktuelle und kommende Projekte des BDS Nord sowie Plattformen, wie beispielsweise das Business-Frühstück als weitere Möglichkeit zum Netzwerken, wurden unter anderem während der Versammlung eingehend beleuchtet. Im Sommer finden Netzwerktreffen des BDS Nord im Ariba Strandbad statt, um sich über aktuelle Geschehnisse aus der Wirtschaft auszutauschen.